10 gute Minuten. Mathematik zum Mitmachen. Heute geht es um den zweiten Kongruenzsatz für Dreiecke, SWS. Viel Spaß beim Zusehen. Ja, Kongruenz heißt deckungsgleich. Das heißt, wenn wir Dreiecke nach diesen Angaben konstruieren, sind sie genau deckungsgleich. Sie sind genau gleich groß und man kann sie übereinander legen. Sie sind genau gleich. Der zweite Satz, um solche deckungsgleiche Dreiecke konstruieren zu können, heißt SWS, das ist eine Abkürzung für Seite, Winkel, Seite. Bevor wir hier nach diesen Angaben Seite, Winkel, Seite das Dreieck konstruieren, zeichnen wir eine Planskizze. Freihändig, wie immer. Ist nicht besonders schön. Ich mache nochmal. Freihändig soll dann heißen, einigermaßen erkennbar. So, das ist schöner. So, dann nicht vergessen, die Bezeichnungen für die Seiten und die Eckpunkte. Was immer wieder falsch gemacht wird, ist, dass die Seite A hier an dem Punkt A abgetragen wird. Die Seite A liegt aber dem Punkt A gegenüber. Merke, die Seiten liegen den Punkten gegenüber und nicht an den Punkten. So, und dann am Punkt A haben wir das griechische A, den Winkel Alpha, das griechische B, den Winkel Beta und das griechische C, den Winkel Gamma. So, jetzt ist es sinnvoll, an der Planskizze das zu markieren, was gegeben ist. Die Seite A ist gegeben, machen wir an der Seite A mal ein Häkchen. Die Seite B ist gegeben, machen wir an der Seite B ein Häkchen. Und der Winkel Gamma ist gegeben, machen wir auch ein Häkchen. Dann sehen wir nämlich auch gleich, wie wir anfangen müssen zu zeichnen. Wir können mit der Seite A beginnen, dann den Winkel Gamma zeichnen und die Seite B dran zeichnen. Wir können aber auch mit der Seite B beginnen, dann den Winkel Gamma abtragen und mit der Seite A weitermachen. Wir fangen einfach mal mit der Seite A an. Dann haben wir Strecken mit fester Länge und tragen ein, A soll sein 5 cm. So, jetzt kann man das hier mit GeoGebra auch noch verschieben, dass die Seite A dann auch da ist, wo wir sie wollen. Jetzt brauchen wir den Winkel Gamma 80 Grad. Auch hier gibt es Winkel mit fester Größe. Der Winkel ist hier oben 80 Grad im Uhrzeigersinn. Normalerweise geht es gegen den Uhrzeigersinn, aber es kommt immer darauf an, von welcher Richtung aus man die Winkel zeichnet. So, jetzt haben wir hier den Winkel 80 Grad und legen erstmal eine Halbgerade hier hinein, damit wir diesen Winkel hier fest haben. So, jetzt soll die Seite B 4,5 cm sein. Das machen wir mit einem Kreis mit Mittelpunkt und Radius, denn die Strecke B soll 4,5 cm sein. Man könnte das jetzt auch mit dem Geodreieck ausmessen. So, also geben wir ein den Radius 4,5 cm und haben hier unseren Schnittpunkt. Den verbinden wir mit dem und haben das fertige Dreieck. Man kann es auch noch anders machen, wie eben gesagt, auch mit dem Geodreieck ausmessen. Das heißt, hier von diesem Punkt an die Länge 4,5 cm. Das geht auch schneller als mit dem Kreis. Und dann haben wir auch hier an derselben Stelle wie vorhin unseren Schnittpunkt und können jetzt hier unser Dreieck zeichnen. Alles andere kann man wegradieren oder hier ausblenden. Dann kann man noch den Stift nehmen und die Beschriftungen A, B, C dran zeichnen. Die Seiten
So, und fertig ist das Dreieck. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.